Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns mal RoboPlanet an. Das Spiel ist vor etwa einem Monat auf Steam im Early Access erschienen. Ist von 4 Leuten aus Italien, ein italienisches Studio, das das gemacht hat. Ich habe es heute zufällig auf Reddit entdeckt. Da haben sie ein bisschen gefragt nach Feedback in der Tycoon Subreddit-Sparte, wo ich ab und zu mal reinschaue. Um was geht es in dem Spiel? Ich glaube, man baut Farmen aus, sogenannte Hydrokulturen, also so Gemüse, alles Mögliche im Universum mit Robotern und muss diese dann anbauen. Wir schauen einfach mal rein, es gibt auch Herausforderungen. Ich würde aber mal auf Story gehen und dann können wir da entscheiden. Einen Firmennamen, kenne nur einen jeweils, Schwierigkeitsgrad lassen wir mal auf einfach. Und dann haben wir da verschiedene Planeten. Heiß, ausgedörrt und kein Sauerstoff. Oder eiskalt, ausgedörrt und kein Sauerstoff. Ja, dann nehmen wir doch mal den warmen Planeten. Das passt schon. Da schauen wir doch mal rein. Und dann geht das Spiel auch schon los. Willkommen! Wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Unsere Mission ist es, den Planeten Erde vor dem Hunger zu retten. Bist du bereit? Hallo, ja. Die Erde hat Jahre des Krieges und der Hungersnot hinter sich und die Menschen kämpfen um einen Neuanfang. Deshalb wurde RoboPlanet Industries ein privates Unternehmen mit einem edlen Ziel gegründet, um der Erde und ihren Bürgern zu helfen. Im Laufe der Zeit wirst du einige Nachrichten erhalten, in denen du aufgefordert wirst, dieses spezielle Ziel umzusetzen. Jedes Mal, wenn dir dies gelingt, werden sich die Gesundheit und der Status der Erdenbürger so weit verbessern, dass sie sich wieder selbst versorgen können. Ihre Anforderungen werden nicht sehr profitabel für dich sein, aber zumindest hast du etwas Gutes und Sinnvolles getan. Du kannst den Status und den Fortschritt der Erde jederzeit überprüfen, indem du auf der großen Schaltfläche in der rechten unteren Ecke klickst. Wir geben dir alle Werkzeuge an die Hand, um dein eigenes Unternehmen zu gründen. Du kannst Arbeiter einstellen, eine Produktion einrichten und einige schöne Früchte und Gemüse anbauen. Du wirst viele Möglichkeiten haben, zusätzliches Geld zu verdienen. Du kannst direkt auf dem Markt verkaufen oder einige Verträge erfüllen, die dich selbst in weit entfernten Galaxien berühmt machen werden. Und jetzt geh und baue dein Imperium auf. Ich werde während dieses Abenteuers für dich da sein und dir einige Anregungen geben. Viel Glück! So, die Stimme regt mich fast am meisten auf, wenn ich da ehrlich bin. Gut, jetzt gibt er uns natürlich mal an, wie wir uns bewegen hier. So, N und M werde ich bestimmt nicht, ich kann ja auch Mausrad verwenden. Okay, gut. Jetzt brauchen wir Arbeiter. Wir müssen also da ein Arbeiter einstellen. Da gibt er mir das hier an. Ungelehrte Anfängerlandwirt, ungelernte Baumeister, Baumeister, Ungelernte. So, was brauche ich denn? Ja, ist jetzt schwer zu sagen, was ich denn brauche. Weil das steht da nicht. Wir nehmen einfach mal den Erstbesten. So, gut. Hätte sich schon mal das. Und jetzt starten wir mit dem Bau der Fabrik. Wir brauchen einen Korridor und einen Raum. Hier haben wir Korridore. Ja, es muss natürlich alles vom Sauerstoff geschützt sein quasi. Wählen wir doch mal sowas. Dann lässt sich das zum Beispiel hier anbauen, ja. Ich mache es einfach mal so. Und dann brauchen wir einen Raum. Das kostet alles. Wir haben 28.000. Es kostet vor allem auch alles Wartung und ist alles beschrieben. Ich würde mal den nehmen. Ah, dann hat er hier Eingänge, wo er zugewiesen ist. Zum Beispiel so. So, und jetzt gilt es, die perfekten Bedingungen zu schaffen. Wir brauchen einen Sauerstoffstabilisator. Aha. In dem Raum, oder wie? Muss der hier stehen? Genau, dann brauchen wir etwas für die Temperatur. Ebenfalls hier. Und wir brauchen, nehme ich mal an, für die Luftfeuchtigkeit. Kann man es auch wieder versetzen. Geht. Ja, geht, aber nicht drüber. So, und jetzt brauchen wir eine Produktion. Einen Samenhersteller. So. Und wir brauchen... Was ist denn das da? Brauchen wir das auch? Bereite einige Setzlinge vor. Jetzt hat er hier gerade gebaut, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt haben wir hier eine einfache Sämaschine. Da müssen wir jetzt einstellen, genau. Okay, wir müssen von Grund auf eine Produktion planen, genau.
Wir können jetzt hier Resi und was es sein soll, Erdbeer, Salatsetzlinge oder auch Spinat machen. Und wir müssen darauf schauen, dass wir natürlich hier warm, feucht und sauerstoffreich ist wahrscheinlich das, was am ehesten zu uns passt. Dann wählen wir doch das mal aus. Dann haben wir hier nur wahrscheinlich die schlechtesten Samen. Also ja, die anderen geben auch etwa dasselbe ab. Und dann, das ist wahrscheinlich der Boden dafür. Genau. Starker Dünger bestätigen. Okay. Jetzt ist hier die Produktion eingestellt. Jetzt drück mal auf Play. Ich weiß nicht, ob es da ein Mitarbeiter braucht. Auf jeden Fall hier wird schon mal die Luft dafür vorgegeben. Status gestoppt. Ah, die Sauerstoffwerte sind schlecht. Okay, der muss jetzt wahrscheinlich zuerst das hier anpassen, dass das dann passt. Haben wir nur einen Mitarbeiter? Ist vielleicht auch sonst ein bisschen wenig. Wir haben ja hier einen Ungelernter. Wir könnten natürlich auch mal... Er ist ja nicht. Gibt aber nur Baumeister hier gefühlt. Nehmen wir den. So, ich glaube, die haben auch immer unterschiedliche Stats. Da habe ich, glaube ich, hingekriegt. Ich glaube, die Produktion kann jetzt laufen. Das Ding war, ich glaube, der Raum ist zu groß, dass eine Anlage reicht. Deshalb musste ich mehrere platzieren, dass sie hier nämlich die Abdeckung des Raumes auf 100% kriegen. Und so, man kann hier sagen, feucht, trocken oder aus. So wie auch beim Sauerstoff kann man mit Sauerstoff oder ohne. Und hier kann man warm oder kalt einstellen. Und das macht er da. Und jetzt sollte hier die Produktion laufen. Genau, jetzt warten sie auf die Materialien. Da kommt er jetzt gerade. Setzt da was rein, gehe ich mal von aus. Oder setzt es davor. Dann kommt da einer, der die Maschine bedient. Genau, und jetzt wird hier gepflanzt. Okay. Das funktioniert also schon mal. Das passt. Und dann sollte auch... Genau, jetzt ist das Tutorial ist weitergegangen. Das läuft jetzt soweit. Sobald du Setzlinge hast, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Platziere die Setzlinge in den Pflanze und baue Obst und Gemüse an. Danach kannst du zum letzten Schritt übergehen, dem Verpacken der Pflanzen mit dem Verpacker. Das Interessante ist auch, hier gibt es Wick-System, App-System, Tiefwassersystem oder horizontales Tropfsystem. Ja, wir haben eh nur, das müssen wir freischalten, wir können eh nur den platzieren. Und der kann das auch, dann setzen wir doch den mal hier an die Seite, so. Und beim Verpacker haben wir nur diesen hier, setzen wir den ebenfalls noch hier hin. Okay, dann wollen wir das mal in Aktion sehen. Die bauen das jetzt auf. Kümmere dich um deine Arbeiter. Drei Bedürfnisse haben sie. Energie, Gesundheit und Zufriedenheit. Wir brauchen Entspannungsräume. Sonst sind sie nicht sehr effizient. Okay, wir brauchen jetzt einen Verkaufsautomaten, Ladestation und Arcade-Konsole. Also bauen wir jetzt hier wieder einen Korridor. Und zwar in der Länge dahin. Hier geht es ja eh nicht weiter. Vielleicht haben wir uns da schon zugebaut. Und dann bauen wir hier einen neuen kleinen Raum. Und den würden wir dann als Ruheraum einrichten. Was brauchen sie dazu? Ein Ladegerät gibt es ja auch. Ja, die müssen natürlich irgendwann wieder aufladen. Sonst geht das bei denen nicht weiter. Dann brauchen wir sie einen Verkaufsautomat. Und sie brauchen eine Konsole. Baumenü ist ein bisschen umständlich, was das angeht, dass man die Gegenstände nicht weggeben kann, so gesehen. Ein glücklicher Ort ist effizient. Ja, wenn der Ort gut ist, dann sind sie natürlich zufrieden. Und dafür brauchen wir Dekorationen. Ja, und da gibt es zum Beispiel eine kleine Pflanze hier in den Raum. Alles kann Energie und Wasser brauchen. Und übrigens, das sollten wir nicht hier mal einstellen. So, wir möchten da Erdbeeren anpflanzen mit allem, was standardmäßig ist. Und los geht's. Und dann möchten wir hier abgepackte Erdbeeren nehmen. Nicht verwendbare Plastiktüte. Und dann ist das auch eingestellt, dass das da schon mal läuft, während wir hier die Energie anschauen. Okay, und wir müssen die Energie hier oben und das Wasser im Auge behalten. Und wir können diese Energie dann bestellen. Und das sollen wir jetzt auch tun. Frage ist nur wo. Ah, hier unten. So, dann kaufen wir hier Energie. Maximal ist 730. Bestätigen. Okay.
Und die wird dann mit dem nächsten Versorgungsschiff, wird das hier angeliefert. Also man muss es immer wieder von neuem tun. Und jetzt geht es um Verträge. Verträge sind der Weg zum Wachstum deiner Firma. Schließe Aufträge ab, um deinen Ruf zu verbessern und gutes Geld zu verdienen. Du kannst entscheiden, ob du dich darauf konzentrieren willst, deinen Ruf bei großen oder kleinen Unternehmen zu verbessern. Die ersteren bevorzugen größere Mengen, die zweiten mehr Pflanzenvielfalt. Du wirst nicht alle Verträge sofort annehmen können. Um die guten Angebote zu kriegen, musst du den erforderlichen Ruf erreicht haben. Denke daran, dass es schlimme Folgen für dein Unternehmen haben kann, wenn du die Frist versäumst und einen Vertrag nicht einhältst. Ja, sollen wir hier einen Vertrag annehmen? Da gibt es einiges zur Auswahl. Wir sind natürlich bei den Erdbeeren eigentlich gut beraten. Hier für 13 Erdbeeren 1800. In 2 Tagen gehe ich mal von aus. Da können wir den Vertrag anschauen. Ja, Vertragsdauer 2 Tage. 1800 gibt das Geld und dann nehmen wir den einfach mal an. Forschung ist der Schlüssel zum Wohlstand. Du musst ständig forschen, wenn du der Konkurrenz voraus sein willst. Entdecke neue und verbesserte Maschinen, Werkzeuge und Pflanzen. Schau dir den Forschungsbaum an, um herauszufinden, welche Forschung du beginnen kannst. Erstelle eine Forschungstabelle auf der Grundlage der Forschungszweigs, auf den du dich konzentrieren möchtest. Dann klicke drauf und beginne mit der Forschung. Ich kann es an keinem Ort platzieren. Das heißt, ich brauche wiederum einen neuen Raum, so wie es aussieht. Dann bauen wir doch hier mal eine Abzweigung und dann da Rampen gibt es auch da einen neuen kleinen Raum für unsere Forschung hier. Sehr gut. Und dann kommt da der Werkstattforschungstisch rein. Einmal hier hin. Ja, die sind ein bisschen rund. Das ist nicht immer gleich, wie die da sind. Und jetzt müssen wir einen arbeiten, forschen lassen. Nehmen wir an, das könnte hier sein. Ja, genau. Wir können Büro, Werkstatt und Labor können wir forschen. Und da gibt es doch einiges Unterschiedliches. Ich habe keine Ahnung, was ich wählen soll, ehrlich gesagt. Neue Pflanzen ist aktuell ja nicht das, was wir unbedingt brauchen. Okay, der Tisch muss zuerst aufgebaut werden. Ich glaube, das ist das Problem. Okay, jetzt haben wir hier, jetzt kann ich da auswählen. Aktuell Leerlauf und jetzt können wir da was wählen. Machen wir doch hier mal Fabrikraum Level 2. Das macht die Baumaterialien besser und verbessert auch natürlich, was es uns kostet. So, Forschung beginnen. Und jetzt gehe ich mal von aus, wird dann einer der Mitarbeiter da hingehen und mit der Forschung starten. Und wir könnten natürlich da, was Mitarbeiter angeht, noch hier ja, einen Ingenieur einstellen, denn ich gehe mal von aus, die haben ja alle unterschiedliche Skills. Und ihr seht, Technologieforschung ist der sehr stark, aber Pflanzenforschung ist er nicht stark. Also man muss sehr darauf achten, was man da nimmt. Was gibt es denn, was, da, der Biologe, was kann denn der? Der ist Pflanzenforschung sehr stark, der ist allgemein super gut. Der kostet aber auch ein Vermögen. Komm, stellen wir ein. Ich glaube selbst weiß ich da nichts zu. Das macht immer der, der gerade dran ist. Jetzt liegt es an dir. Deine Reise hat gerade erst begonnen. Vergrößere deine Firma und werde der größte Landwirtschaftsmagnet im Universum. Okay, wir können P drücken. Ah, das ist aber cool. Das freut mich natürlich persönlich, gerade für Thumbnails und so. Es wäre zwar jeder immer ein anderer Buchstaben, aber das ist natürlich schon schön. Gut, jetzt zeigt er die ganze Zeit an. Ja, das glaube ich, weil ich hier auch so eine Produktion gemacht habe, die ich nicht verwende. Ich kann jetzt aber hier auch die Setzlinge drüber kopieren. Und dann sollte er das da ebenfalls machen. Das müsste funktionieren. Gut, wir haben hier das Lager. Was haben wir denn im Lager? Hier diese Roboplants haben wir da. Ich kann die, glaube ich, auch verkaufen. Wir haben diesen Dünger. Wir haben Erdbeeren. Und wir haben natürlich da andere Aufträge. Jetzt in diesem Raum hat er noch viel mehr Platz. Wir müssen jetzt aber Dinge finden, die mit dem übereinstimmen, weil sonst muss das Klima anders sein. Also würde ich sagen, da kann man auch zerstören. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles gelernt. Bürotische ist noch gelockt, das müssen wir erst freischalten. Hier, uns fehlen Roboplant. Und ich kann da auch einen Autokauf einstellen. Menge 10. Bestätigen. Dann kauft er jedes Mal 10 Einheiten, oder wie? Ich glaube, das ist das Zeichen, was hier steht, dass uns da die Materialien fehlen. Das braucht theoretisch 12.
Also gehen wir da auf 24, wenn wir ja für beide produzieren. Okay, und das wird wahrscheinlich mit dem nächsten Raumschiff wird das dann gekauft. Früher kann ich es wahrscheinlich eh nicht bekommen. Der Temperaturstabilisator ist defekt. Er wird aber repariert, oder? Automatisch. Ja, wird repariert, wenn man natürlich Mitarbeiter hat. Und das Schiff kommt in 2 Stunden an, wenn ich es richtig sehe. Kann jetzt theoretisch noch Energie bestellen. 508. So. Und ich kann hier auch noch 50 Wasser bestellen. Gut. 9,6 verbrauchen wir da. Weiß nicht, ob das jetzt schon dabei ist. Werden wir gleich sehen. Aber theoretisch müssen da jetzt Pflanzensamen drin sein. Wenn ich es richtig kapiert habe. Das sieht auf jeden Fall schon mal so aus, als würde der da was ausladen. Inventar sieht man da nicht. Aber was wir sehen, dass wir jetzt, glaube ich, wieder Erdbeersamen haben. Und die hier wieder zugereicht werden. Jawohl. Komischerweise stehen da auch andere Kisten herum. Und jetzt gibt es hier wieder Arbeit. Jetzt bereitet er hier die Saat vor. Und dann wird das angesät. So, jetzt muss das wachsen, ihr seht. Und wenn die gewachsen haben, haben wir Sprösslinge. Und die können wir dann hier reingeben. Aber da seht ihr, die sind immer noch am Wachsen. Weil, ich glaube, das war 4 Stunden, das war 20 oder 22 Stunden. Und der erntet hier, gehe ich mal von aus. Genau, der erntet da. Und geht dann hier hin, um die zu verpacken. Wir brauchen aber mehr hier. Ja toll, da ist der Vertrag schon fehlgeschlagen. Das war ja... Das war ja schon mal einen guten Erfolg. Wir testen es nochmals aus. Ich nehme den Vertrag an. Wir haben nämlich jetzt den Bestand. Liefern den aus. Und dann haben wir den geliefert. Hier sehen wir auch die Aufgaben. Man würde jetzt sehen, wenn da Energie ankommt. Importe, Exporte. Was man auch immer hier sieht. Das Wetter hat wieder schreckliche Schäden auf der Erde angerichtet. Einige gemeinnützige Organisationen versuchen, der lokalen Bevölkerung mit ein paar Ressourcen zu helfen. Bist du bereit, ihnen zu helfen, indem du selbst einige Ressourcen zur Verfügung stellst? Einen unrentablen Vertrag? Ich kann im Moment nichts. So, hat nicht mal unser Image geschadet von dem, wenn man so sagt. Aber ja, wir haben kaum Geld, wir haben nicht mal einen Anfang geschafft bis jetzt. Wir sind ja selbst am Rätseln, wie alles funktioniert hier. Okay, und was hier diese Kisten sind, das frage ich mich auch noch so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, wir brauchen mehr Produktionsplaner. Das ist da der aktuelle Schritt. Wir testen es einfach mal aus. Mach mal hier so 3 Stück hin. Dann müssen die zuerst gebaut werden. Dann kann ich sie, glaube ich, anklicken. Okay, wir importieren hier die Produktion von Erdbeeren. Das ist zum Glück gut gemacht. Wir müssen einfach schauen. Ich glaube, die Ressourcen muss ich ebenfalls bestellen. Das ist nicht so, dass wir die automatisch haben oder so. Oh, und jetzt haben wir schon zu viel in dem Raum, dass der die Menge noch halten kann. Jetzt müssen wir hier nochmals so einen Sauerstoff-Erhalter haben. Und mal schauen, ob dann der Rest auch noch ausreicht. So, wenn der jetzt in Betrieb ist, sollte es hier wieder genügend Sauerstoff geben. Genau, es ist wieder sauerstoffreich. Jetzt geht's wieder. Gut, was ich noch nicht ganz im Griff habe, deshalb ich schalte mal wieder auf einmal. Also wir haben da Samen, die wir automatisch kaufen. 24 Einheiten, weil es 24 braucht. Wir brauchen aber hier auch Rockwool. Das kann man 3-mal verwenden. Das heißt, wir müssen eigentlich ein Auto kaufen von... Ich gebe mal 8 ein. So. Und dann brauchen wir da auch Starterdünger, genau. So gesehen auch 24 Stück. Aber das kostet ja alles. Geht das am Ende noch auf? Weil dann haben wir hier wiederum, das sind dann die Setzlinge, die kann ich theoretisch verkaufen. Ich brauche hier ebenfalls einen Dünger. Und zwar, wir brauchen da 8 mal 4, also 32. Und ich habe keine Ahnung, ob die Zahlen stimmen. Und dann brauche ich da auch noch Düngemittel von dem mal 4, also 24. Und für da brauchen wir, glaube ich, die Verpackungen. Genau. Und da brauche ich 34 Stück. Macht er mal 15. Weil was ich noch nicht weiß, ob der Autokauf bei jeder Landung ist oder ob der Autokauf einschreitet, dann, wenn auch was gebraucht wird. So, hier fehlt es auch an was. Und zwar an dem. Es fehlt direkt an dem. Gut, dann warten wir jetzt da mal ab. Okay, jetzt kommt das an. Ja, der hat jetzt hier was gebracht. Okay, jetzt ist das Geld sogar ein Minus. Gut, aber wir haben wieder Ressourcen für die Farm. Das sind Erdbeeren, die noch nicht verpackt sind. Und hier sind verpackte, haben wir 57. Gut, das heißt, wir können hier hingehen. Den da
Auftrag annehmen, abschließen. Wir können ebenfalls bei verfügbar den nehmen, annehmen, abschließen. Und wir können auch den da nehmen, annehmen, abschließen. 24 haben wir jetzt noch an Lager und 26 bräuchte ich. Annehmen kann ich ihn aber trotzdem. Und wir müssen einfach dran denken, dass ich den noch ausliefern muss. Jetzt seht ihr, jetzt wird hier geliefert und es kommt Geld rein. Okay, das haben wir schon mal kapiert. Verträge werden erfüllt. Es fehlen immer noch Ressourcen für die Produktion. Und der lädt das dann einzeln ein. Jeden Auftrag. Das Zeitgefühl für den Tag habe ich auch noch nicht so wirklich. Aber der geht relativ schnell vorbei. Also man muss da aufpassen. Ja, jetzt hat eigentlich alles, hat jetzt wieder was versorgt. Der ist da dran. Was macht die Forschung eigentlich? Der ist pausiert. Und die sind natürlich da auch mit allem Möglichen beschäftigt. Nicht nur mit dem. So, jetzt werden hier die wieder verpackt. Jetzt wird es dann gleich wieder gehen. Er bereitet das vor. Und es fehlen uns schon wieder Ressourcen. So, wir können auf jeden Fall noch einen Arbeiter brauchen. Stundenzettel. Ah, ich kann das noch einstellen hier. Was sie machen sollen, wann? Hier, ein ausgebildeter Landwirt. Den können wir gut gebrauchen. Ich glaube, der ist ganz gut für unser Business. So, das müsste jetzt verpackt sein. Genau, kann ich ausliefern. Ich hoffe, dass das zählt, wenn ich das anwähle. Ja, hat er gerade eingeladen. Sehr gut. Und theoretisch, vielleicht habe ich jetzt auch da noch mehr Erdbeeren. Genau, annehmen, liefern. Kann er auch noch gleich einladen. Und jetzt haben wir aber alle Erdbeeren ausgeliefert. In 19 Stunden gibt es neue Verträge. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da ja eine neue Sorte hinbekommen. Und ich denke, dann werden wir dann einen Produktionsplaner da wegnehmen. Denn wir brauchen nur eine Linie für... Wir haben 10.000 verdient. Also man kann auch gut wieder was verdienen. Und ich glaube, das Maximale hier, das geht zurück auf unseren Speicherplatz, den wir hier haben. Lagerung nämlich. Kleine Batterie und kleiner Wassertank. Sowie internes Lager. Also man muss auch hier mehr platzieren dann. Sonst wird das da auch nichts. Okay. Ich glaube, wir haben einen Einstieg gesehen. Ich glaube, wir haben gesehen, wo es hingeht. Und in der nächsten Folge setzen wir dann das um, was wir gelernt haben. Also ich denke, eine Saatmaschine kann hier aus dem Raum raus. Wir machen einen neuen Raum für ein anderes Klima, zum Beispiel Salat. Wir wählen dann einen kleineren Raum, denke ich mal, der reicht aus. Und wir schauen, dass wir vielleicht dann auch eine Forschung hier unten schaffen, um da auch ein bisschen weiterzukommen. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, nächste Folge geht so richtig los. Jetzt haben wir gelernt, wie es sein sollte. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, habt einen schönen Tag und tschüss!